Der Mann ist zu einem Geschöpf der Nacht geworden. Er versteckt sich, vergräbt sich wortwörtlich und schmiedet Pläne. Er ist auf der Flucht. Und als die Sonne untergeht, da kann er diejenigen sehen, die ihn nicht sehen können. Wer ist er, dieser Kerkerbauer, dieses Raubtier, dieser heimliche Schrecken im Dunkeln? Er treibt sein Unwesen an einem Ort, von dem ihr vermutlich noch nie gehört habt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen True Crime Time Story. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Elizabeth ist ein 14-jähriges Mädchen, das mit ihrer Familie in Lagoff lebt. Das liegt im Bundesstaat South Carolina, also in den USA. Sie wird am 3. Oktober 1991 als Tochter von Don und Madeleine Schoof geboren und sie ist das mittlere von drei Kindern. Ihre Schwester Susie ist 5 Jahre älter, ihr Bruder Donnie ist 2 Jahre jünger als Elizabeth und Susie, die ist mit ihren 19 schon ausgezogen. Das heißt, nur Elizabeth und ihr Bruder und die Eltern natürlich leben im Haus der Familie. Trotzdem ist Elizabeth auch noch sehr eng mit ihrer älteren Schwester verbunden. Susie bezeichnet sie als die beste Schwester der Welt und versucht möglichst jedes Wochenende nach Hause zu kommen, um ihre Familie zu sehen. Und sie und Elizabeth, die genießen es dann auch sehr, Zeit miteinander zu verbringen. Das heißt, Elizabeth ist sehr familienverbunden. Sie versteht sich sowohl mit ihrem kleinen Bruder als auch mit ihren Eltern hervorragend. Ihre Liebsten bedeuten ihr einfach alles. Ihre Familie beschreibt sie auch als sehr einfühlsam und nett. Sie ist immer für andere Menschen da und sie will, dass alle glücklich sind. Mit 14 allerdings kommt Lizzie, wie sie genannt wird, in die typische Teenager-Phase, die so ziemlich jedes Mädchen in dem Alter durchläuft. Also, sie mag Make-up, sie hört Musik, Videospiele, sie hat ihren ersten Freund, Nath. Es ist also alles in allem eine sehr aufregende Zeit für Elizabeth. Sie und Nath sind außerdem in der Schule, also zusammen in der gleichen Schule und sie freut sich natürlich immer darauf, mit ihm zusammen zur Schule zu gehen und auch weiter dann ja, nach diesem Jahr in die Highschool zu kommen und auch da die gemeinsam mit ihm zu besuchen. Also alles erstmal eitel Wonne, Sonnenschein. Im Spätsommer 2006 allerdings, da geschieht etwas, das sämtliche Pläne von Lizzie auf schreckliche Weise verändern wird. An einem Nachmittag, es ist der 6. September 2006, um genau zu sein, da kommt Elizabeth Schorf nämlich nicht von der Schule nach Hause. Eigentlich beginnt der Tag wie jeder andere für die Familie Schorf. Elizabeth wacht auf, sie macht sich für die Schule fertig. Um 7:15 fährt ihre Mutter Madeleine sie zur Bushaltestelle. Da gibt es so einen kleinen, feinen Streit, als sie dort ankommen, weil Lizzie nämlich bemerkt, dass sie ihre Wimperntusche vergessen hat. Sehr, sehr wichtig, vor allem in diesem Alter, für manche auch später. Sie fragt ihre Mutter jetzt, ob sie nicht schnell zurückfahren können, um die Wimperntusche zu holen. Aber Madeleine sagt, nein, das geht sich nicht mehr aus. Du verpasst sonst den Bus. Und Elizabeth reagiert ziemlich pumpig darauf. Sie ist verärgert, sie steigt aus dem Auto aus. Ihre Mutter verabschiedet sich trotzdem liebevoll von ihrer kleinen Ziege und fährt weiter zur Arbeit. Kurze Zeit später kommt der Schulbus vorbei und bringt Elizabeth zur Schule. Und auch in der Schule passiert jetzt nichts Ungewöhnliches an diesem Tag. Und als die Schule dann zu Ende ist, steigt Elizabeth wieder in den Bus ein, um nach Hause zu fahren. Nach Aussage des Busfahrers und einiger Schüler verlässt sie ca. um 15.30 Uhr den Bus an ihrer Haltestelle. Normalerweise läuft sie dann von dieser Bushaltestelle nach Hause. Ihre Eltern sind zu der Zeit noch bei der Arbeit. Die Entfernung von Bushaltestelle zum Haus, das sind ungefähr 200 Meter. Also sie muss da so einen kleinen Hügel hinauflaufen und dann ist sie schon da. Und normalerweise ist sie da auch nicht alleine. Der Nachhauseweg von ein paar Freunden führt direkt an ihrem Haus vorbei. Aber an diesem Tag geht sie alleine. Also einer der Brüder von den Freunden, der holt die an der Bushaltestelle ab. Der wartet da schon. Die fragen Elizabeth natürlich, ob sie mitfahren will. Die würden sie sofort mitnehmen. Sie will aber nicht. Sie sagt nein. Sie geht lieber zu Fuß.
Und das ist das letzte Mal, dass Elizabeth gesehen wird. Sie kehrt nicht nach Hause zurück, nachdem sie sich von ihren Freunden verabschiedet hat, sondern sie verschwindet einfach. Ihr jüngerer Bruder Donny, der ist schon zu Hause, der hat früher Schulschluss gehabt als Lizzie, der wundert sich dann ziemlich, dass seine Schwester auch eine Stunde später, nachdem sie normalerweise nach Hause kommt, immer noch nicht da ist. Er versucht erstmal seine Mutter anzurufen, die erreicht er aber nicht, also ruft er seine Tante an und sagt ihr, dass Lizzie immer noch nicht zu Hause ist. Und die Tante, die schafft es dann, ihre Schwester Madeleine zu erreichen. Die erklärt ihr, dass Lizzie noch nicht zu Hause ist. Und Madeleine, die verlässt daraufhin sofort die Arbeit. Sie fährt direkt nach Hause. Zu Hause angekommen, warten sie aber noch ein bisschen, einfach in der Hoffnung, dass Elizabeth noch auftauchen wird. Aber leider ist diese Hoffnung vergeblich. Um 17.30 Uhr, also circa 2 Stunden, nachdem Elizabeth aus dem Bus ausgestiegen ist, ruft Madeleine dann die Polizei an und meldet ihre Tochter vermisst. Die Polizei schickt auch gleich ein paar Beamte bei der Familie am Haus vorbei. Die unterhalten sich kurz mit den Eltern, aber die gehen dann davon aus, dass Elizabeth wahrscheinlich ausgerissen ist. Also ich nehme mal an, dass ihre Mutter den Beamten von der kleinen Meinungsverschiedenheit erzählt hat, die sie und ihre Tochter an diesem Morgen gehabt haben. Ist vielleicht keine so gute Idee in so einem Fall. Also wenn das Kind vermisst wird oder ein Teenager vermisst wird oder eine junge Frau vermisst wird, ich würde fast sagen oder ich würde dem Polizisten, dem Polizeibeamten dann nicht erzählen, dass es da so einen kleinen, bedeutungslosen Streit gegeben hat. Vor allem, wenn ich mir sicher bin, dass der nichts mit dem Verschwinden zu tun hat. Weil es passiert jetzt genau das, was zu erwarten ist. Ja, die denken sich, die ist ausgerissen. Es hat ja einen Streit gegeben. Die Familie an sich weiß auf jeden Fall, dass das nicht stimmt, dass das Lizzie überhaupt nicht ähnlich sehen würde. Das würde sie auf gar keinen Fall tun. Sie ist einfach nicht der Typ, der von zu Hause wegläuft. Die Beamten nehmen diese Einwände auch sehr ernst und beginnen noch am selben Abend mit der Suche nach Lizzie, und zwar erstmal in der Umgebung von ihrem Haus, aber sie bleibt verschwinden. Am nächsten Morgen werden dann weitere Polizeibeamte mobilisiert, um die Suche noch auszuweiten. Die setzen diese Suche in der Umgebung von Elizabeths Haus fort, denn die Familie lebt in einer sehr ländlichen und sehr weitläufigen Gegend. Es gibt nicht viele andere Häuser in der Nähe, alle sind komplett von Wald übergeben. Die Polizei muss also ein ziemlich großes Gebiet absuchen. Und währenddessen sprechen andere Beamte mit allen Menschen in Lizzies Leben, mit ihrer Familie, mit ihren Freunden, einfach um ein besseres Bild von ihr zu bekommen. Sie wollen herausfinden, ob es jemanden in ihrem Leben gibt, der ein Motiv für ihr Verschwinden haben könnte. Und naja, als erster wird näher unter die Lupe genommen, der Partner des Opfers. Das ist in dem Fall der ebenfalls 14-jährige Neff. Die fragen ihn natürlich, wo er war, als Elizabeth verschwunden ist. Er sagt, er war zu Hause und ja, seine Familie kann dieses Alibi auch glaubhaft bestätigen. Er kann also recht schnell ausgeschlossen werden und er hat auch im Grunde genommen kein Motiv. Die Polizei befragt natürlich auch die Freunde, die zusammen mit Elizabeth aus dem Schulbus ausgestiegen sind, aber die können auch sofort ausgeschlossen werden. Und während all diese Personen befragt werden, sucht die Polizei natürlich weiter nach Lizzie. Das sind jetzt auch nicht nur noch Polizeibeamte, sondern auch Lizzies Familie, Freunde, ein paar Freiwillige, also eine ganze Menge Leute suchen nach ihr. Die Polizei setzt Suchhunde ein, sie setzt Hubschrauber mit Wärmekameras ein, sie wendet sich an die Öffentlichkeit und die Medien. Das heißt, Lizzies Foto wird dann auch ganz schnell in den Nachrichten verbreitet, was die Chancen erhöhen soll, falls sie irgendwo auftaucht, dass sie erkannt wird. Es werden direkt Plakate und Flugblätter gedruckt und verteilt, und man kann wirklich sagen, also es ist ein hoher Aufwand. Die Suche nach Elizabeth wird wirklich vorangetrieben, das wird nicht auf die leichte Schulter genommen. Die Geschichte wird sogar über die Landesgrenzen hinaus publik gemacht und in den kommenden Tagen gehen daraufhin bei der gut organisierten örtlichen Polizei hunderte von Anrufen ein, in denen es um mögliche Hinweise geht.
Zum Beispiel in Texas glaubt jemand, ein junges Mädchen, das auf Elizabeths Beschreibung passt, in einem Lastwagen gesehen zu haben. Als die Polizei diese und auch andere Sichtungen untersucht, wird allerdings festgestellt, dass es sich dabei niemals um Elizabeth handelt. Also Mädchen, die ja ähnlich sehen, ja, aber sie selbst ist nicht dabei. Das heißt, all diese Hinweise landen leider in einer Sackgasse. Niemand gibt auf, Polizei und Familie sind weiterhin fest entschlossen, Elizabeth zu finden und nach Hause zu bringen. Vor allem die Familie erlaubt es sich nicht, dann irgendeine andere Möglichkeit zu denken. Aber es ist jetzt ein schwieriger Fall für die Polizei, denn die haben einfach überhaupt keine Anhaltspunkte, die sie weiterverfolgen können. Elizabeth hat kein eigenes Handy, das heißt, sie kann nicht über ihre Telefondaten aufgespürt werden. Und ja, sie setzen die Suche fort, die ganze Umgebung, der ganze Wald, da wird umgedreht, aber das ist so ziemlich alles, was sie tun können. Genau eine Woche nach Beginn der Suche, da gibt es dann allerdings einen Hoffnungsschimmer. Da bekommt Lizzys Mutter nämlich eine Textnachricht von einer unbekannten Nummer. Und die ist angeblich von ihrer vermissten Tochter. Diese SMS kommt am 14. September 2006 an, demselben Tag, an dem auch eine Mahnwache für Elizabeth abgehalten wird. Und sie lautet: Hey Mama, ich bin's, Lizzie. Ich bin in einem Loch im Boden in der Nähe von Charm Hill, in der Nähe der Schotterstraße, wo diese großen Trucks hinfahren. Sagt der Polizei Bescheid, denn er hat Bomben versteckt. Und sobald Madeleine diese Textnachricht gelesen hat, ist sie absolut felsenfest davon überzeugt, dass es wirklich ihre Tochter gewesen ist, die sie geschickt hat. Sie glaubt und, naja, sie will natürlich auch von ganzem Herzen daran glauben, dass diese Nachricht von ihrer Tochter kommt und der Rest ihrer Familie, der stimmt ihr auch zu. Polizei ist da so ein bisschen zurückhaltender, aber Madeleine erklärt den Ermittlern, dass sie vor allem wegen der Art und Weise, wie sie ihren Namen in der Nachricht geschrieben hat, daran glaubt, dass die Nachricht echt ist. Also sie schreibt Lizzie nur mit einem Z und nicht mit zwei und genauso ist das halt auch in dieser Nachricht geschrieben. Und nun, wenn jemand da einen Scherz gemacht hätte oder ja, wenn das irgendwie eine Fälschung wäre, diese SMS, dann hätte der vermutlich den Namen mit Doppel-Z geschrieben. So oder so, das ist jetzt die erste große Spur in diesem Fall. Es ist die einzige Spur in diesem Fall und natürlich gehen die Beamten dieser Spur auch nach. Es besteht immer die Möglichkeit, dass das ein böser Scherz ist, dass jemand der Familie einen üblen Streich spielen will. Aber das kann und will die Polizei natürlich nicht riskieren. Vor allem solange nicht klar ist, dass es sich um eine Fake-Nachricht handelt. Und somit gehen sie dem Hinweis nach. Es ist ja, wie gesagt, auch der einzige. Und ich glaube, die sind ganz froh, dass sie irgendwas tun können. Elizabeth schreibt in dieser Nachricht, dass sie in der Nähe von Charm Hill ist, auf einem Landstück, das von einer Bergbaufirma genutzt wird, also der das auch gehört. Und dieses Grundstück, das ist immer noch im Waldgebiet in der Nähe von Lizzys Haus. Es ist ein Gebiet, das die Polizei noch nicht durchsucht hat, aber jetzt beginnt natürlich sofort die Suche in und um diesen Charm Hill. Sie suchen die ganze Nacht und sie suchen den ganzen Tag, aber finden tun sie leider nichts. Es gibt weiterhin keine Spur von Elizabeth. Sie finden auch kein Loch im Boden, das sie in der SMS beschrieben hat. Und na, zum Glück gehen auch keine Bomben hoch. Aber diese Spur ist sozusagen eine Doppelspur. Also einerseits Charm Hill, dieses Grundstück und diese Schotterstraße, aber natürlich auch diese Telefonnummer. Und die wird überprüft von den Beamten. Die Telefonnummer, von der diese Nachricht versendet worden ist, weil ja bekannt ist, dass Elizabeth kein Handy hat. Und naja, wessen Handy könnte sie sonst benutzt haben? Nun, wahrscheinlich das vom Entführer. Und tatsächlich ist das sozusagen die heißere Spur. Sie finden heraus, auf wen dieses Telefon oder diese Telefonnummer registriert ist, wer der Besitzer dieses Handys ist. Und das ist ein Mann namens Vincent Filio. Der ist 36 Jahre alt, hat zuvor als Bauarbeiter gearbeitet und ist aber zum Zeitpunkt, als das alles passiert, arbeitslos. Er ist ein Einheimischer, der auch in Lagoff lebt.
Und als die Polizei ihn genauer unter die Lupe nimmt, da entdecken sie, dass gegen ihn schon seit etwa einem Jahr ein Haftbefehl vorliegt. Der Grund für diesen Haftbefehl ist, dass er beschuldigt wird, ein 12-jähriges Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Die Polizei ist wegen dieser Erkenntnis äußerst besorgt. Sie nehmen sofort an, dass das natürlich genau die Art von Person ist, die sie suchen. Das heißt, die fahren schnellstens zu Vincents Adresse, um mit ihm zu sprechen. Er lebt in einem Wohnwagen auf einem Grundstück und als sie dort ankommen, ist er nicht da. Es gibt keine Spur von ihm, aber jemand ist schon dort, nämlich seine Freundin, die übrigens gleichzeitig die Mutter von diesem 12-jährigen Mädchen ist, für deren Missbrauch Vincent gesucht wird. Also die ist trotzdem mit ihm zusammen, die beschützt ihn sogar, als die Polizei sie fragt, wo Vincent ist. Da ist sie am Anfang zumindest nicht wirklich bereit, mit der Polizei zu kooperieren. Allerdings erlaubt sie ihnen schließlich, sich in ihrem Wohnwagen umzusehen. Dabei erkennen die Polizisten auch, warum Vincent jetzt schon ein ganzes Jahr lang nicht gefasst werden konnte. Sie entdecken nämlich ein geheimes Versteck unter diesem Wohnwagen. Der hat so ein Loch in den Boden vom Wohnwagen geschnitten, sodass er immer, wenn die Polizei draußen vorfahrt, da schnell reingesprungen ist, Deckel zugemacht. Die Freundin hat dann noch ein Möbelstück über das Loch im Boden drüber gestellt. Und ja, Vincent wartet dann in diesem Hohlraum, bis die Beamten wieder verschwunden ist. Aber jetzt, nachdem man nicht da drinnen ist, ist dieses Loch auch nicht so gut versteckt und deshalb finden sie es. Leider finden sie nur das Loch und nicht Vincent selber, denn ausgerechnet heute ist er da nicht drinnen in diesem Loch, in seinem Versteck. Die suchen allerdings jetzt nicht nur durch den Wohnwagen durch, sondern auch rundherum und dabei entdecken sie noch was anderes. Hinter diesem Wohnwagen befinden sich nämlich mehrere unterirdische Bunker, die Vincent offenbar gegraben hat. Einige davon sind wieder angefüllt worden mit Erde und so, aber andere nicht. Allerdings, leider gibt es auch in diesen Bunkern kein Zeichen von ihm und auch nicht von Lizzie. Aber diese Bunker, die lassen die Beamten jetzt noch mehr glauben, dass Vincent tatsächlich was mit dem Verschwinden von Lizzie zu tun hat, denn, naja, die sagt, sie ist in einem Loch im Boden und, naja, sie haben da jetzt einige Löcher im Boden gefunden. Das scheint den Verdacht ja nur noch zu erhärten. Er wird jetzt ab sofort als Hauptverdächtiger in diesem Fall geführt und öffentlich zur Fahndung ausgeschrieben. Der für den Fall zuständige Sheriff erhofft sich natürlich davon, dass jemand Vincent irgendwo sieht und die Polizei ruft und ja, den Aufenthaltsort mitteilt. Und diese gesamte Entscheidung ist ziemlich umstritten. Also, dass sie den zur Fahndung ausschreiben, ist jetzt eigentlich noch kein Problem, aber die veröffentlichen halt auch, dass Elizabeths Familie oder ihre Mutter eine SMS bekommen hat von ihrer Tochter. Und ja, es ist davon auszugehen, dass er nicht zugestimmt hat, dass sie diese SMS schickt, dass er im Gegenteil keine Ahnung davon hat. Und wenn er das jetzt aus den Medien sieht, irgendwie im Fernsehen sieht, dass er nicht nur gesucht wird, sondern dass Lizzie halt auch eine Textnachricht losgeschickt hat von seinem Handy heimlich. Ja, man kann sich denken, dass er das wahrscheinlich nicht so besonders gut aufnimmt und die Frage ist, was macht er da mit Lizzie? Wird er sie dafür büßen lassen und ist das vielleicht ihr Todesurteil? Also grundsätzlich ist es keine besonders gute Idee, dass die das an die Öffentlichkeit geben. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht ganz, warum, weil ich nicht sehe, was das jetzt bringen soll und wie das helfen könnte, den Fall zu lösen. Das kann ja eigentlich nur schaden. Und das denkt nicht nur ich, das denkt auch die Familie von Lizzie. Die haben jetzt natürlich auch Angst davor, was der Entführer mit ihr anstellen könnte, wenn er in den Nachrichten sieht, dass sie sein Handy heimlich benutzt hat. Und besonders unglücklich ist irgendwie noch dazu, dass der Sheriff Lizzies Familie vor dieser Veröffentlichung gar nicht mal drüber in Kenntnis gesetzt hat. Also die haben das nicht mit der Familie abgesprochen oder so, sondern die erfahren das aus den Nachrichten und sind natürlich einigermaßen fassungslos.
Es ist aber zu spät, das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen, die Informationen sind öffentlich, die Polizei kann jetzt nur hoffen, dass das nicht nach hinten losgeht. Und in der Zwischenzeit sind die natürlich auch immer noch am Suchen. Die suchen immer noch in den Wäldern, die suchen immer noch in diesem Gebiet um Charm Hill. Alle sind erschöpft, keiner will aufgeben, die wissen, dass die Überlebenschancen des Mädchens von Minute zu Minute sinken. Und somit sinkt natürlich auch die Hoffnung von Tag zu Tag. Aber dann, am 16. September 2006, also 10 Tage nachdem Elizabeth verschwunden ist, da hört ein Detective, der leitende Ermittler in diesem Fall, plötzlich ein leises Geräusch, ein leises Rufen. Er sagt sofort zu allen anderen: Halt, stehen bleiben, still sein. Alle lauschen gespannt in den Wald. Erstmal ist da nichts, hat er sich vielleicht geirrt, ist da doch nichts, aber dann passiert mehr oder weniger das Wunder, er hat sich nicht geirrt, denn jetzt hören es alle. In der Ferne können sie die Schreie eines Mädchens wahrnehmen und die rennen natürlich sofort alle los in die Richtung, aus der diese Schreie kommen. Der Ermittler behält einen kühlen Kopf, er warnt noch die Leute, dass sie vorsichtig sein sollen, nur für den Fall, dass in der Gegend wirklich Bomben versteckt sind, wie es in der Textnachricht drinnen steht. Aber ja, sie folgen diesem Geräusch und sie entdecken tatsächlich Lizzie. Der Ermittler geht direkt auf sie zu, er nimmt sie in den Arm, er ist erleichtert, sie sind beide erleichtert, sie soll wissen, dass sie jetzt in Sicherheit ist, er versichert ihr, dass er von der Polizei ist. Und während er Elizabeth umarmt, da schaut er sich auch noch um und tatsächlich in der Nähe sieht er so einen unterirdischen Bunker. Er nennt ihn nachher den Schlund der Hölle. Und in diesem schmutzigen und dunklen Loch im Boden, da ist Elizabeth seit ihrem Verschwinden gefangen gehalten worden. Das heißt, nach 10 langen Tagen der Suche kann die 14-jährige Elizabeth Schorf endlich gefunden werden und wie durch ein Wunder ist sie noch am Leben. Sobald sie gerettet worden ist, wird sie natürlich sofort ins Krankenhaus gebracht, damit sie untersucht werden kann und dann wird sie endlich wieder mit ihrer Familie vereint. Das heißt, die Eltern kommen ins Krankenzimmer und ja, sie sind nur heilfroh, dass das gut ausgegangen ist. Als Lizzie sich dann bereit fühlt, dann erklärt sie der Polizei genau, was eigentlich passiert ist. Und das werde ich euch jetzt natürlich nicht vorenthalten, aber es ist nicht ohne. Also nichts für schwache Nerven. Das alles hat begonnen am Nachmittag des 6. September 2006, nachdem Lizzie aus dem Schulbus ausgestiegen ist. Wie wir wissen, hat sie danach ja die Mitfahrgelegenheit ihrer Freunde abgelehnt, weil sie zu Fuß nach Hause gehen wollte. Und das war nicht gerade die beste Entscheidung. Und als sie das tut, auf dem Rückweg wird sie dann von einem fremden Mann angesprochen. Dieser Mann, der tritt plötzlich aus dem Wald heraus, er baut sich vor dem Mädchen auf und erklärt ihr mit fester Stimme, dass er Polizeibeamter ist. Und das ist natürlich eine Lüge, aber Elizabeth denkt erstmal, dass das stimmt. Der Mann trägt tatsächlich ein gefälschtes T-Shirt der Polizei und eine Hose, die so ähnlich aussieht wie die Hosen, die die Polizisten dort halt tragen. Und er hat auch dieses Auftreten, er erklärt ihr in ziemlich barschem Tonfall, dass die Polizei Marihuana auf dem Grundstück ihrer Familie gefunden hat und dass sie deshalb jetzt verhaftet wird und mitkommen muss. Und er sagt ihr auch, dass andere Polizisten bereits ihren Bruder Donny verhaftet haben. Und Lizzie sagt aus, dass sie in dem Moment dann sofort in Panik geraten ist, als der Mann halt ihren kleinen Bruder erwähnt hat. Sie hat sofort angefangen, sich große Sorgen um ihn zu machen. Und nicht zuletzt deshalb folgt sie relativ arglos diesem angeblichen Polizisten. Sie denkt, dass sie ihren Bruder gleich treffen wird und ihn beruhigen kann, weil sie davon ausgeht, dass er ziemlich Angst hat. Der Mann legt Elizabeth Handschellen an und danach legt er ihr auch noch ein Gerät um den Hals, das an einem Seil befestigt ist. Und er sagt ihr, dass das eine Bombe ist und dass es sie in die Luft sprengen wird, wenn sie versucht wegzurennen oder zu schreien. Lizzie ist jetzt total verängstigt. Sie fängt an leise zu weinen und sie leistet keinen Widerstand, sondern
Stattdessen lässt sie sich von ihm in den Wald führen. Sie laufen daraufhin eine ganze Weile, Elizabeth immer noch in Handschellen und mit diesem komischen Gerät um den Hals. Und sie bemerkt dann auch, dass sie mindestens eine Stunde lang irgendwie ständig im Kreis laufen. Also sie sagt nachher, es kommt ihr so vor, als ob ihr Entführer sie verwirren und desorientieren will. Und irgendwann fragt sie dann ja, wo ist denn jetzt mein Bruder, wo sind die anderen Polizisten? Und er sagt dann, ach ja, komm schon Elizabeth, du bist doch ein kluges Mädchen, du hast doch schon gemerkt, dass ich gar kein Polizist bin, oder? Er sagt ihr dann auch, dass sie nicht wirklich verhaftet ist und dass er gar kein Polizist ist und dass er sie entführt hat. Und Lizzie, die ist geschockt. Irgendwie hat sie in ihrem Schrecken überhaupt nicht darüber nachgedacht und ja, das mehr oder weniger für bare Münze genommen, was er ihr erzählt hat, obwohl das eigentlich wenig Sinn macht, vor allem, ja, dass er ihr ein Gerät um den Hals legt und sagt, das ist eine Bombe und ich spreng dich in die Luft. Ich glaube, das wissen auch 14-Jährige, dass das keine normalen Polizeimaßnahmen sind, aber die hat sich einfach so erschrocken und war so verängstigt durch die ganze Situation, dass sie da gar nicht drüber nachgedacht hat. Wahrscheinlich wollte sie das in dem Moment auch einfach nicht wahrhaben. Und als nächstes fragt der Mann sie, ob sie noch Jungfrau ist. Es ist ein Albtraum, in dem sie da gefangen zu sein scheint und tatsächlich beginnt sie zu denken, dass ihr Leben jetzt und hier vorbei ist. Sie ist jetzt überzeugt, dass er sie vergewaltigen und töten wird. Also, ja, man kann sich kaum vorstellen, welche Verzweiflung und höllische Angst jetzt in ihr herrschen muss. Irgendwann halten sie dann an, der Mann beugt sich nach unten und zieht eine Holzluke auf, die ist Elizabeth vorher gar nicht aufgefallen. Die war auch ziemlich gut getarnt, mit Blättern und Grünzeug bedeckt, so ja, dass die mit dem Waldboden quasi verschmolzen ist. Die Luke ist der Einstieg zu einem unterirdischen Bunker, den er offenbar selbst gegraben hat. Er zwingt Lizzie über eine Leiter da hinunterzugehen und folgt ihr dann. Der Raum, dieses Loch in der Erde, mehr ist es nämlich nicht, klein, dunkel, schmutzig. Die Wände bestehen nur aus Erde und da ist ein Bett drinnen, so aus Zweigen und Ästen, behelfsmäßig zusammengebaut. Es gibt eine provisorische Toilette, eigentlich ist das nur ein kaputter Terrassenstuhl mit einem Eimer drunter. Und es steht eine Gasflasche da drinnen in diesem Raum, vermutlich zum Kochen, und ein tragbarer, batteriebetriebener Mini-Fernseher. Und dann noch was, das wie eine Ausrüstung zum Bombenbauen aussieht. Nachdem der Mann Lizzie in den Bunker gebracht hat, verriegelt er die Holzluke mit einem Vorhängeschloss. Er zieht ihr die Kleidung aus und, ja, wie sie schon befürchtet hat, wie wir alle befürchtet haben, vergewaltigt er sie an Ort und Stelle. Und danach erlaubt er ihr noch nicht mal, sich wieder anzuziehen. Sie muss nackt bleiben und er legt ihr eine Kette um den Hals. Und ja, diese Kette, die befestigt er dann mit einem Vorhängeschloss an der Decke. Das heißt, Lizzie ist gefangen und total unter der Kontrolle von diesem Mistkerl. Und diese Kette, die nimmt er ja auch tagelang nicht ab. Auch in der Nacht muss sie damit schlafen. Und ja, sie wird in den kommenden Tagen zwischen 2 und 5 Mal am Tag vergewaltigt. In dieser Zeit finden natürlich die Suchaktionen statt und Elizabeth kann, während sie angekettet im Bunker sitzt, mehrmals hören, wie Hubschrauber über sie oben drüber fliegen und sie hört auch die Geräusche später von herumlaufenden, rufenden Menschen. Stellt sich heraus, dass dieser Bunker weniger als 1,5 Kilometer von Elizabeths Haus entfernt ist, aber er wird einfach nicht entdeckt, weil er ja so gut getarnt zwischen den Bäumen versteckt ist. An einem Tag sind die Suchmannschaften sogar direkt über dem Bunker. Elizabeth kann ihre Schritte hören. Ihr Entführer legt ihr dann sofort die Hand über den Mund. Der hält ihr so eine Taserpistole an den Kopf, damit sie ja nicht schreit. Und das tut sie auch nicht und somit ziehen die Schritte quasi über sie hinweg und sie bleibt unentdeckt.
An einem Punkt in den ersten Tagen ihrer Gefangenschaft, da fragt Elisabeth den Mann, warum er ihr das antut, warum er sie ausgerechnet ausgewählt hat. Ja, und er sagt im Grunde genommen nur, dass sie wohl das einfachste Ziel gewesen ist. Natürlich denken jetzt alle, dass dieser Mann ihr Entführer Vincent Filio ist, und damit haben sie auch recht. Er lebt in der Nähe, er hat einen offenen Haftbefehl wegen sexueller Handlungen an einer Minderjährigen und er baut gerne Bunker. Stellt sich im Laufe der Ermittlungen dann auch heraus, dass er mehrere junge Mädchen in der Nachbarschaft schon eine Weile beobachtet hat, so dass er natürlich auch den Tagesablauf von Lizzie kennt. Er weiß, wann sie morgens zur Schule geht, wann sie nachmittags von der Bushaltestelle nach Hause geht. Und so hat er wohl irgendwann beschlossen, dass sie das perfekte Opfer ist, dass sie das Mädchen ist, das er entführen und in seinem Bunker gefangen halten will. Das heißt auf jeden Fall, dieses Verbrechen ist von langer Hand geplant und keinesfalls eine spontane Aktion oder so. Elisabeth sagt, sie hat sich sehr hoffnungslos in diesem Bunker gefühlt, dass sie absolut keine Ahnung gehabt hat, was sie tun und wie sie lebend entkommen soll. Sie ist in einem dreckigen Loch eingesperrt und ihr Entführer hat einiges an Waffen hier, also den Taser, außerdem ein paar Messer und es gibt auch eine Pistole, von der stellt sich dann heraus, dass die gar nicht echt ist, aber das kann Lizzie ja nicht wissen. Trotzdem gibt sie nicht auf, sie verbringt die Nächte damit, Pläne zu schmieden. Vincent schläft, wann immer er im Bunker ist, im selben Bett wie sie und so beschließt sie zu warten, bis er eingeschlafen ist und ihn dann mit der Pistole zu erschießen. Gesagt, getan, in der nächsten Nacht, als er tief schläft, versucht sie genau das. Sie wartet, bis er einschläft, sie schleicht sich aus dem Bett, sie nimmt die Pistole, sie richtet sie auf Vincents Kopf. Aber als sie abdrückt, da passiert nichts. Ihr Versuch, ihren Entführer und Vergewaltiger zu töten, ist gescheitert. Die Tränen schießen ihr in die Augen, aber tapfer legt sie die Waffe schnell wieder zurück, legt sich wieder ins Bett, bevor er noch irgendwas merkt. Oh mein Gott, zum Glück ist er von der Aktion nicht aufgewacht. Ich finde es auch bemerkenswert und sehr krass, dass sie tatsächlich diese Waffe nimmt und abdrückt. Also, wenn sie gekonnt hätte, hätte sie tatsächlich auch den Schneid gehabt, ihn zu töten. Und das trifft bestimmt nicht auf alle zu. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Dieser Versuch ist jetzt also fehlgeschlagen, aber Lizzie ist immer noch nicht bereit, so schnell aufzugeben. Sie entwickelt einen neuen Plan, Plan B sozusagen. Sie beschließt jetzt nämlich einfach alles zu tun, was Vincent von ihr verlangt und sich absolut ruhig zu verhalten. Sie fängt an, mit ihm zu plaudern, ihn über sich und sein Leben auszufragen. Sie redet mit ihm wie mit einem Freund. Sie wehrt sich nicht mehr, wenn er sie vergewaltigt. Und das bringt Vincent erstmal dazu, deutlich weniger gewalttätig und aggressiv zu sein. Und ja, Lizzie geht letztendlich sogar so weit, dass sie so tut, als würde ihr das alles gefallen. Also ehrlich, was dieses 14-jährige Mädchen hier durchmacht, das ist absolut widerlich, wie verängstigt sie gewesen sein muss, weil sie ja auch nicht weiß, ob sie da jemals wieder lebendig aus diesem Bunker rauskommt oder nicht, ob Vincent sie hier und jetzt ermordet, sobald er die Nase voll hat von ihr. In dieser Situation so intelligent zu reagieren und nicht einfach aufzugeben, das zeigt die immense Stärke von Lizzie und ja eben auch, zum einen die Aktion, dass sie tatsächlich versucht, ihn zu erschießen, aber auch jetzt hier, dass sie so tut, als würde ihr das gefallen, als wäre sie jetzt seine Freundin und eigentlich wäre alles gut. Das muss man auch erst einmal hinkriegen. Also, alle Achtung. Noch unfassbarer eigentlich ist, dass das Ganze funktioniert. Vincent unterhält sich immer mehr mit Lizzie. Er beginnt sich ihr zu öffnen, ihr zu vertrauen und irgendwann erlaubt er ihr dann auch, sich wieder anzuziehen, nachdem er sie vergewaltigt hat und irgendwann nimmt er auch die Kette von ihrem Hals ab. Er erlaubt ihr sogar einige Male aus dem Bunker rauszugehen, um ein bisschen frische Luft zu schnappen. Also er bleibt dann neben ihr stehen, damit sie nicht wegrennen kann.
Er geht mit ihr aber dann auch zu einem nahegelegenen Teich. Da kann sie sich dann so ein bisschen waschen. Lizzie sagt, dass Vincent sie von da an Baby nennt und ihr sagt, dass er sie liebt. Und sie erwidert das einfach, weil sie weiß, dass das die beste Möglichkeit ist, sich zu schützen. Die sitzen jetzt oft zusammen im Bunker und sehen fern und tragischerweise sieht Elizabeth ihr Gesicht immer wieder in den Nachrichten. Sie sieht, dass die Polizei und ihre Familie verzweifelt nach ihr sucht. Also das gibt ihr wohl schon auch ein Stück Hoffnung. Vincent seinerseits verfolgt die Nachrichten, weil er wissen will, wie die Ermittlungen vorankommen. Elizabeth hat während ihrer Gefangenschaft bemerkt, dass Vincent ein Handy dabei hat. Sie nimmt sich vor, ihm genau dieses zu stehlen und heimlich eine Nachricht an ihre Mutter zu schicken, damit sie weiß, wo ihre Tochter ist. Und ja, danach setzt sie ihre ganze Hoffnung darauf, dass sie sich einfach vorstellt, wie sie danach gerettet werden wird, wie das sein wird, wenn die Polizei hier ist, wenn sie ihre Eltern wieder in die Arme schließen kann und so weiter. Also damit hält sie sich mehr oder weniger am Leben. Und dann ist es auch soweit, Vincent ist eingeschlafen und sie steigt wieder so leise wie möglich aus dem Bett. Sie schnappt sich sein Handy, das hat er zum Glück einfach rumliegen gelassen, und sie nutzt die Gelegenheit jetzt und versucht, ihrer Mutter zu schreiben. Diesmal wacht er leider auf und erwischt sie am Handy, aber sie reagiert total geistesgegenwärtig, sie löscht einfach die angefangene Textnachricht und sie drückt auf ein Spiel, das er auf seinem Handy drauf hat und sagt ihm, ja, dass sie nicht schlafen hat können und dass sie halt nur dieses Spiel spielen wollte. Und das glaubt er ihr zum Glück auch und er schläft danach auch wieder ein, allerdings nicht ohne ihr das Handy wegzunehmen. Aber in der nächsten Nacht oder in den nächsten Nächten schleicht sie sich immer wieder an sein Telefon und versucht weiterhin ihrer Mutter eine SMS zu schicken. Sie versucht und versucht deshalb, weil es nicht klappt. Also es sieht so aus, als würde es nicht klappen. Sie hat nämlich einfach keinen Empfang da unten in diesem Loch. Sie versucht dann sogar das Telefon durch einen kleinen Spalt in der Holztür nach oben zu halten, aber ja, sie hat kein Glück, sie scheint kein Glück zu haben, denn laut Anzeige auf dem Telefon funktioniert es einfach nicht. Zumindest glaubt Elizabeth das. Zu dem Zeitpunkt weiß sie nämlich noch nicht, dass eine dieser Nachrichten an ihre Mutter glücklicherweise doch gesendet worden ist und bei ihrer Mutter angekommen ist. Am 9. Tag von Lizzies Gefangenschaft sehen Vincent und sie dann wie immer die Nachrichten. Und ja, plötzlich kommt diese Information über die Textnachricht, die Madeleine Schoof erhalten hat. Die Polizei gibt dazu dann auch noch bekannt, dass Vincent Filio im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Elizabeth gesucht wird. Ah, ich fasse es echt nicht. Wie unfassbar blöd von der Polizei, dass sie so eine Information an die Nachrichten weitergeben. Also eigentlich ist das ja ein fast sicheres Todesurteil für das Mädchen. Was denken die sich also dabei? Es war doch klar, dass der Entführer das irgendwann sieht, oder? Und genau das passiert ja jetzt auch. Die Welt scheint in diesem Moment für Lizzie stehen zu bleiben. Vincent dreht langsam den Kopf zu ihr um und starrt sie an. Er fängt sofort an, sie anzuschreien. Er fragt, ob das wahr ist, dass sie diese SMS an ihre Mutter geschickt hat. Lizzie versucht das zu leugnen, sie versucht ihn davon zu überzeugen, dass sie das nicht war. Sie sagt, dass sie ihn liebt und dass sie sein Vertrauen nie auf diese Weise missbrauchen würde. Sie sagt alles, was sie kann, um zu verhindern, dass er durchdreht und sie vielleicht sogar umbringt. Sie sieht ihm dabei direkt in die Augen und merkt plötzlich, dass auch er Angst hat. Er weiß jetzt, dass er der Hauptverdächtige in diesem Fall ist. Er kann sich offenbar denken, dass es nur eine Frage der Zeit sein wird, bis sie ihn erwischen. Er gerät jetzt wirklich in Panik und er fragt allen Ernstes Elizabeth, was er denn jetzt tun soll. Was für ein Held, der Typ. Es ist echt, sie ist nicht die erste, also wir hatten schon ein, zwei solche Geschichten, in denen das Opfer dem
Täter vormacht, dass das funktioniert, dass er sich verliebt hat und dass sie jetzt eigentlich auf seiner Seite steht. Ich fasse es jedes Mal aufs Neue nicht, wie diese Typen so dämlich sein können, das zu glauben. Klar, es gibt sowas wie das Stockholm-Syndrom, aber ja, selbst das wäre ja jetzt nicht die echte wahre Liebe, aber egal. Er fragt also Lizzie, was er jetzt machen soll, und sie sagt ihm, naja, ganz klar, du musst so schnell es geht, so weit wie es geht, weglaufen und dich verstecken an einem Ort, an dem man dich nicht finden kann, sagt sie ihm. Sie fügt hinzu, dass sie ihn dann kurz später treffen will und dass sie dann wieder vereint sein können. Und auch das nimmt der gute Vincent ihr völlig ab. Er beginnt seine Tasche zu packen, er verabschiedet sich von Elizabeth, er umarmt sie, er sagt, dass er sie liebt, und er verlässt dann den Bunker. Zu dem Zeitpunkt hätte Lizzie auch gehen können, aber sie hat Angst, sie fühlt sich nicht sicher, einerseits weil sie Angst hat, dass er nochmal zurückkommt und sie dabei erwischen könnte, wie sie flieht. Das heißt, sie bleibt in dieser Nacht allein im Bunker, und am nächsten Morgen, als sie sicher ist, dass Vincent nicht zurückkommen wird, da macht sie dann diese Holztür auf, klettert die Leiter rauf und ja, aus diesem Loch raus. Sobald sie da draußen ist, ist ihr erster Impuls einfach nur wegzulaufen, aber sie hat noch die Warnung über die versteckten Bomben im Kopf und traut sich nicht so richtig loszurennen. Das heißt, sie bleibt jetzt einfach an diesem Bunkereingang stehen und beginnt mit aller Kraft, um Hilfe zu rufen. Wie wir wissen, ist das der Moment, in dem der Hauptermittler ihre Schreie hört und sie dann gerettet wird. Elizabeth ist in Sicherheit und ihr Martyrium ist dann, Gott sei Dank, zu Ende. Vorbei ist dieser Fall damit aber noch nicht, denn Vincent ist auf der Flucht und die Polizei muss ihn erst noch aufspüren und verhaften. Das dauert zum Glück nicht allzu lange. In den frühen Morgenstunden des nächsten Tages, so gegen 2.30 Uhr, da wird er zum Beispiel von Zeugen ungefähr 8 Kilometer von seinem Haus entfernt gesehen. Er nähert sich dort einer Frau, die gerade in ihr Auto einsteigen will. Er bedroht sie mit einem Messer, er fordert ihre Autoschlüssel, das heißt, er möchte ihr das Auto stehlen, aber diese Frau ist mutig, sie gibt ihm ihre Schlüssel nicht, sie kennt das Gesicht von Vincent aus den Nachrichten, sie sagt ihm, dass sie ihm ihre Schlüssel ganz bestimmt nicht geben wird und dass sie ihm keinesfalls helfen wird zu entkommen. Und zu ihrem unfassbaren Glück rennt Vincent einfach davon. Also, das hätte echt ganz anders ausgehen können, bitte. Bitte macht sowas auf gar keinen Fall. Zivilcourage hin oder her. Aber was hilft euch das, wenn ihr mit einem Messer im Bauch endet? Bitte in so einem Fall gebt dem Kerl die Autoschlüssel, gebt ihm was auch immer er haben will. Und ja, keine gute Idee, sich dem im Weg zu stellen. In diesem Fall hat die gute Frau allerdings Glück. Sie ruft sofort die Polizei, die rückt mit einem Großaufgebot an und durchsucht die Gegend. Vincent, der immer noch versucht, an ein Fahrzeug zu kommen, wird dann später an diesem Tag auch tatsächlich gefunden und verhaftet. Noch am selben Tag wird er von Ermittlern vernommen und gibt seine Beteiligung an Lizzies Verschwinden dann auch zu. Aber er fühlt sich überhaupt nicht schuldig oder schlecht wegen dem, was er ihr angetan hat. In seinen Augen hat er überhaupt nichts falsch gemacht. Also er geht sogar so weit, zu versuchen, die Ermittler davon zu überzeugen, dass die 14-jährige Elizabeth ja in die ganze Sache eingeweiht gewesen ist, dass sie glücklich war, mit ihm im Bunker zu sein, dass sie damit einverstanden war, als seine Geisel gehalten zu werden. Ja klar, der Traum einer jeden 14-Jährigen, oder? Das glauben die Leute, oder in diesem Fall die Beamten, natürlich nicht. Kein Wort glauben sie davon. Ich frage mich gerade auch ein bisschen, ob er das selber vielleicht glaubt. Vincent Filia wird auf jeden Fall wegen einer Reihe von Verbrechen angeklagt, darunter Entführung, Besitz von Sprengstoff, Ausgeben als Polizeibeamter und 10 Fälle sexueller Nötigung. Eine Anklage für jeden Tag, an dem Elizabeth im Bunker gefangen gehalten worden ist. Als es dann zu seinem Gerichtsverfahren kommt, da hält er seine Angaben nicht mehr aufrecht. Er bekennt sich in allen Anklagepunkten für schuldig. Seine Verteidiger haben ihm wohl davon abgeraten, vor Gericht eine solch absurde Geschichte zu präsentieren.
Gleichzeitig wäre im Fall, dass er die Geschichte aufrechterhalten hätte, Elizabeth zu einer Aussage gezwungen worden. Und das ist dem traumatisierten Mädchen jetzt zum Glück damit erspart geblieben. Im September 2007, also ein Jahr nach dem Verbrechen, wird Vincent Fillier zu insgesamt 421 Jahren Gefängnis verurteilt, sodass sicher ist, dass er bis zu seinem Todestag hinter Gittern bleiben wird. Und das passiert auch so, denn nach ungefähr 15 Jahren im Gefängnis im Mai 2021 stirbt er dort auch im Alter von 51 Jahren. 421 Jahre, typisches amerikanisches Urteil, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber egal, Hauptsache der Typ ist weg vom Fenster. Vincent jedenfalls wird in seiner Zelle in der McCormick-Strafanstalt in South Carolina gefunden und es wird niemals bekannt gegeben, was denn jetzt genau eigentlich die Todesursache war. Elizabeth Shorff leidet seit ihrem Martyrium an einer posttraumatischen Belastungsstörung sowie unter Depressionen und Angstzuständen. Sie bekommt oft Panikattacken und Albträume. Sie wird für immer einfach ein anderer Mensch sein. Ihr Leben ist durch diesen Mann zerstört worden. Ihre Tante Lisa beschreibt, dass das Leuchten in den Augen ihrer Nichte nach ihrer Entführung einfach verschwunden und erloschen ist. Zum Glück bekommt sie professionelle Hilfe. Familie und Freunde versuchen auch alles, um sie das Geschehene verarbeiten zu lassen. Und mit der Zeit scheint es Elizabeth dann auch besser zu gehen und sie baut nach und nach ihr Selbstvertrauen wieder auf. Es gibt ein wirklich schönes Zitat von Elizabeth, das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Sie sagt, sinngemäß übersetzt natürlich, man muss einfach weitermachen, man kann sich nur selbst wieder glücklich machen, wenn man weitermacht. Ich habe das Gefühl, dass ich heute im Frieden mit mir bin. Und das finde ich immer wieder, wenn man sowas hört von so mutigen jungen Mädchen oder Frauen, denen so Furchtbares passiert, die dann ihr Leben wieder auf die Reihe kriegen und trotzdem sich davon nicht unterkriegen lassen. Das verdient die allergrößte Bewunderung, oder? Elizabeth Shorff ist heute Anfang 30, sie ist Mutter eines kleinen Jungen, sie arbeitet als Zahnarzthelferin, sie will in Zukunft auch eine Weiterbildung zur Zahnhygienikerin machen und sie sagt, dass sie glücklich ist. Sie versucht für sich das bestmögliche Leben zu führen und auch ihrem Sohn das bestmögliche Leben zu bieten. Was für eine unglaubliche Frau. 2018 wurde ein Lifetime-Film über Elizabeths Geschichte veröffentlicht. Der Film heißt Das Mädchen im Bunker. Vielleicht habt ihr diesen Film schon gesehen und deshalb kommt euch die Geschichte bekannt vor. Wenn nicht und ihr Interesse habt, schaut ihr euch gerne den Film an. Gibt es übrigens nur auf Englisch, soweit ich weiß. Ob der jetzt völlig authentisch ist, kann ich nicht sagen und ich habe ihn ehrlich gesagt auch nicht gesehen. Damit sind wir aber am Ende des heutigen Falles angekommen. Es ist ein schwer zu verdauendes Verbrechen, aber ich bin froh, dass Elizabeth ihr Leben nach diesen schrecklichen Erlebnissen so gut meistert. Es ist trotz allem so ein bisschen, finde ich, ist diese Geschichte so eine Art Leitfaden, was man tun sollte oder könnte, wenn man in so eine Situation gerät. Ich wäre das absolute Gegenteil davon gewesen. Ich hätte dem wahrscheinlich meine komplette Verachtung entgegengebracht und mich damit fast schon selbst gekillt. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, so zu tun, als ob mir das gefallen würde. Ich habe es aber jetzt, wie gesagt, schon in einigen Fällen so gehört und es scheint zumindest bei manchen Tätern zu funktionieren. Das heißt, ja, es ist eine mögliche Strategie, die man vielleicht auch weitergeben sollte, falls jemand in diese Lage gerät. Schreibt mir wie immer gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wie seht ihr diesen Fall? Hättet ihr die Kraft gehabt, so zu tun, als würde euch das gefallen? Hättet ihr die Idee gehabt, irgendwie so eine Strategie zu wählen, durchzuziehen? Hättet ihr die Pistole nehmen können und abdrücken in so einer Situation? Ich weiß, das kann man schwer sagen, solange man in so einer Situation nicht drinnen ist. Trotzdem,
möchte ich natürlich gerne wissen, was ihr so glaubt und was ihr denkt, wie ihr gehandelt hättet. Außerdem freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Ich würde mich natürlich auch über ein Abo wahnsinnig freuen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, wenn es heißt True Crime Time. Bis dann, ciao.